Hier erkläre ich, wie ihr Eltern und Schüler zu Schulfox einladen könnt. Das ist Lehrer oder Lehrerin Lempel. Der Political Correctness wegen werde ich das nächste Beispiel dann mit einer Lehrerin machen. Das ist die Klasse von Lehrer Lempel. Er möchte sowohl seine Schüler als auch seine Eltern im Homeoffice per Schulfox erreichen. Im ersten Schritt wird er dazu seine Schüler und Eltern einladen. In der E-Mail, die ihr von uns bekommen habt, klickt ihr bitte auf Klasse beitreten. Mit einem Passwort könnt ihr euch dann registrieren. Eure Rolle ist der Klassenlehrer. Die AGBs können wir akzeptieren. Und schon haben wir unser Konto erstellt. Dort könnt ihr euch nun mit eurer E-Mail-Adresse und eurem gewählten Passwort einloggen. Nachdem ihr euch dort eingeloggt habt, bekommt ihr als Klassenlehrer eure Klasse zu sehen. Und zwar einmal die Elterngruppe und einmal die Schülergruppe. Die Schülergruppe ist eventuell noch nicht bei allen Kollegen sichtbar, wird aber von mir in den nächsten Tagen bereitgestellt. Wenn ihr auf die Elterngruppe klickt, dann bekommt ihr eine Übersicht über die Möglichkeiten, wie ihr mit euren Eltern kommunizieren könnt. Zunächst aber müssen wir die Eltern einladen. Dazu klicken wir bitte oben auf Klasse. Dort wählen wir dann alle Schüler aus, links oben, und können nun die Eltern einladen. Dazu erzeugt uns das Programm entsprechende Elternbriefe auf Deutsch. Diese Elternbriefe beinhalten einen entsprechenden Login-Code. Der Papa von Daniel Dummy bekommt zum Beispiel diesen Elternbrief mit dem Login-Code 3VA 4 IF. Der Papa von Daniel Dummy kann sich diese App nun installieren auf seinem Handy und mittels dieses Freischaltcodes kann er die App freischalten. Schauen wir uns nun an, was der Vater von Daniel Dummy auf dem Handy machen würde. Er würde zunächst auf Ich bin neu hier klicken. Dann Einladungscode eingeben und den Einladungscode eingeben. Danach klickt der Vater von Daniel auf Konto erstellen. Er muss angeben, dass er der Vater ist und erziehungsberechtigt ist. Außerdem muss er seine E-Mail-Adresse eingeben und auch ein Passwort wählen. Der Vater von Daniel bekommt nun eine E-Mail zugeschickt, die er entsprechend bestätigen muss, damit er sich dann wieder einloggen kann. Die App führt Daniels Vater nun Schritt für Schritt durch den Registrierungsprozess. Am Schluss bekommt der Papa von Daniel eine E-Mail zugeschickt. In dieser E-Mail muss Daniels Vater einen entsprechenden Link betätigen, um das Konto zu aktivieren. Danach kann er sich auf der App ganz normal mit seiner E-Mail-Adresse und dem gewählten Passwort einloggen. Sobald sich Daniels Vater eingeloggt hat, bekommt er die Schoolfox-Oberfläche zu sehen. Selbstverständlich sieht Daniels Vater dort nur die Klasse, in der sein Sohn ist.
Hätte Daniels Vater noch eine Tochter, würde er sie dort natürlich auch sehen, klar. Mit den Eltern von Daniel könnt ihr natürlich auch direkt mit Daniel Dummy kommunizieren, beziehungsweise mit eurer gesamten Klasse. Das Prozedere würde genauso ablaufen, wie hier im Film gezeigt. Ihr müsstet nur zu Beginn nicht die Klasse 05a Eltern wählen, sondern die Klasse 05a Schüler, beziehungsweise die Gruppe 05a Schüler. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Im nächsten Video zeige ich euch dann einmal ganz konkret, wie ihr mit euren Eltern und Schülern kommunizieren könnt, wie ihr Aufgaben an eure Schüler verschickt, wie ihr Fotos an eure Schüler verschicken könnt und so weiter. Vielen Dank, bis dahin.